Jo, herzlich willkommen zu Wing Commander Saga. Wieder zurück. So, ja, ich war gerade ein bisschen, weil ich irgendwie mein Profil wählen wollte. Und ja, wollen noch mal sehen, wie das so weitergeht hier. TCS Wellington. Es gibt erstmal wieder Text, okay. Da kann man dann erstmal wieder auf Pause drücken, wenn man sich das alles so lesen möchte. Wenn sich hierfür Schauspieler melden würden und man da noch anfangen würde, Videosequenzen zu drehen, anstatt hier so viel Text, ne? Das wäre geil. Aber wer weiß, kann ja alles noch kommen. Ich meine, was das hier für eine Entwicklung über viele Jahre durchgemacht hat, das Spiel, und auch noch weiterentwickelt werden könnte, nehme ich mal an. Ja, bleibt ja nicht aus. Ja, ich muss noch mal aus dem letzten Part heraus. Ich weiß jetzt gerade immer noch nicht aus dem Kopf, welche Engine von welchem Spiel das war, die da freigegeben ist, worauf man das hier jetzt nun laufen hat. Jedenfalls, das Spiel ist natürlich keine Mod, sondern das wurde schon von Grund auf, ne? Halt mit der Engine, die zur Verfügung stand. Was hier jetzt eine Mod ist, ist, dass das Ganze jetzt zumindest Untertitel und hier textmäßig auf Deutsch ist. Das ist die Mod. Ja. Und ja. Pilots, as you may have all heard, during our escort missions yesterday, a group of pirates attacked the transport Aurora. Several pirates successfully escaped from the engagement. Despite the confirmed pirate presence in the system, we are going to continue with our training as scheduled. If you encounter pirates or any hostiles during your training flights, you are not to engage without direct orders. We are short of tasks in this sector at the moment, so you will be assigned to a different class of fighter for a few training missions. Some of you guys will fly the F-86C Hellcat 5, a wonderful multi-purpose fighter which you will fly a lot in the future. Others will get to fly the F-66B Thunderbolt 7, a heavy fighter that can absorb and dish out severe pain. Upon launch, we will fly to the nearest asteroid belt. We will then use the asteroids for target practice, but, and hear me well, do not fire any missiles without permission. Every missile you fire without my express say-so will be taken out of your pay. Those things aren't cheap, and the taxpayers don't like paying for trainees who get trigger-happy. Okay. Es ist gar nicht, sieht das aus. Ich muss die Sprachausgabe, glaube ich, auch ein bisschen regulieren. So. Pilots. As you may have all heard, during our escort missions yesterday, a group of pirates attacked the transport Ja, hatten wir das Aurora. nicht gerade schon? Several pirates successfully escaped from the Eigentlich schon, ne? Gut, gut. Schiffsauswahl, ich kann da noch nichts machen. Das ist alles noch tatsächlich so Tutorial. Na gut. This is Wellington Control, Alpha Wing. You are cleared and may launch anytime. Ach nö, ne? Ich habe meinen Joystick nicht angeschlossen. Das ist ziemlich deppert. Gucken, ob das. Ne, funktioniert natürlich nicht, ne? Das ist ätzend. Ja, melde ich mich gleich zurück. So, bin ich wieder zurück. Und jetzt sollte es gehen. Kann ja mal passieren. So ein Missgeschick. Das hatten wir ja. Ja, eigentlich, ja, geht's weiter. Sehr schön. Ja. Sehr geil.
Wir haben quasi aus Wing Commander 3 die Sounds hier. Das gefällt mir. Den Untertitel, den ziehe ich mir selber irgendwie auch am besten rein, indem ich halt das Let's Play mir selber angucke, weil das ist ein bisschen tricky hier. Lesen und fliegen, vor allen Dingen während Missionen, dann wenn da die Post abgeht. Das ist halt das, ne? Man hätte gerne jetzt deutsche Stimmen, das wäre cool. Da braucht man den Untertitel nicht. Aber wer weiß, vielleicht wird das ja irgendwann auch noch gemacht. Wie gesagt, also ich sehe da immer noch Potenzial, das noch weiter zu entwickeln. Schiffe reagieren hier in der Steuerung immer so ein bisschen, ne, die gehen noch so ein bisschen nach, so. Ist nicht so direkte Steuerung wie bei Wing Commander 3 oder Wing Commander 4, was das Ganze natürlich im Fliegen ein bisschen schwieriger macht wieder. Ah, jetzt geht's mal los, ja. Story in alle Ehren, das ist echt geil. Es kommt halt für mich jetzt nicht so alles rüber. Es ist halt leider viel zu textbasierend, weil die Sprache einfach nicht meine ist. Major, we're nearing the asteroid field. Roger, light, arm full guns. Let's have some target practice. Arming guns. So, und jetzt sind die da irgendwo in der Klemme, wenn ich das nicht beiläufig richtig mitbekommen habe. Da geht irgendwo die Post ab. Anscheinend. Irgendwas ist da los. Wo denn? I've got it under control, guys. I've already killed three of them. Just keep them off my back and watch me go. I'm on my way to Ace of the Day. What do you think about that, Markham? Cool.
Cooper, don't be an idiot. Captain Burton, we are moving to assist. Make it fast, Major. Ja, die stecken tatsächlich irgendwo in der Klemme. Da anscheinend. Nachbrenner dahin, ja. Das soll auf die auf diesen Träger drauf gehen, da, auf diese Fregatte. Piraten wieder, okay. Was mich interessieren würde, wäre, wie ich die Raketen auswechseln kann. Waffen. Raketenlafette wechseln. Aha, minus, okay. Lance ist ja eigentlich der Torpedo, ne? Anscheinend. Verdammt. Ne, ich muss mich auch um die anderen kümmern hier irgendwie. Sonst bin ich hier am Arsch. Kriege ich Raketen ab hier oder was? Verdammte Scheiße, ey. Ich alleine hier oder was? Ah. Ja, komm her. Bam.
Ja, den habe ich ja schön hochgejagt. Eigentlich war es immer ganz gut, wenn man die Triebwerke zerschossen hat hinten, ne? Weiß ich jetzt aber gar nicht mehr. Ja, Mann, bam. Na los, geh hoch. Bam. Oh. Da habe ich aber eingesteckt hier. So, schnappen wir uns die nächsten hier, wa? Was sagt dein Handbuch dazu? Das sind doch alles die Original-Tonspuren von Wing Commander 4, oder nicht? Aber die englischen Originalen halt. Kommt mir jedenfalls immer so vor. Bam! Well, looks like that's it for the pirates. Good job, people. Especially you, Rookie. Thank you, sir. Sandman. Remember this. In war, people die. It's an everyday reality. The real tragedy is when people die when they didn't have to. That's what happened here today. Cooper's arrogance killed both him and Burton. What a waste. We'll have to complete Bravo's flight patrol. Let's move on to Nav 3. Proceed to next waypoint. So, und jetzt geht es mit der eigentlichen Mission weiter. Nachdem wir die Deppen gerettet haben. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht dummerweise meine Raketen unnötig alle verschossen. Wait, I'm picking up multiple disturbances at the jump point. How many? I'm picking up 8 capital ships. One of them's a carrier. It's a big one too. Hey, relax. It's Confederation. Na dann. Unidentified fighters, this is the TCS Kennedy requesting your identification codes. Roger that, Kennedy. Transmitting codes. Okay, your codes check out. What's going on, guys? We just had a tangle with some pirates, including a frigate. We took out the trash. How about you? We're here for resupply. Really? Here? Yeah, well, orders are orders, I guess. Of course. You guys seem to be low on fuel and weapons. Why don't you let up and reload you in case you run across any more pirates on the way back. Okay. Wolf Squadron will keep stuff quiet for the time being. Sure, we'll take you up on that offer. No problem. Thanks for all the help you guys have been doing to support us heavy carriers on the front. You are clear to land. You heard the lady. Land at the Kennedy for real. Ist natürlich cool, dass man hier auch auf anderen Schiffen so landen kann und soll. Jetzt muss ich in das Ding hier reinfliegen wahrscheinlich, ne? Wo ist es denn jetzt? TCS Kennedy, ja. Wo ist die Kennedy? Ist doch das Teil hier, oder? Das große hier. Ja. Wo muss ich denn da reinfliegen? Da, oder? Oh shit. Triebwerkstrahl. Na ja gut, aber geschafft. Very nice work, Sandman. Not bad for your first time in a Thunderbolt. Now that we are back on the Wellington, you can stop drooling. Only the very best and most experienced pilots are assigned to the fleet's new Lexington-class heavy carriers. You've got a long way to go before you qualify for that kind of service. We lost 2 men today because of one pilot's mistake. Lieutenant Cooper ignored the order not to engage without orders and backup. He wanted some kills for himself. In doing so, he needlessly endangered himself and the 3 other pilots in his wing. Now he and his wing leader, a veteran pilot, are dead. I want you to take Burton and Champ's death as a lesson.
When you see numbers beyond your abilities, you call in for backup. You do not light your afterburners in an attempt to find some glory. Unlike what you have seen in the holovids, there are no heroes out there. Don't get so confident in your own abilities that you underestimate your enemies. That is the quickest way to get outfitted with a coffin. The funeral is tomorrow at 0900. Uniform will be Class A dress blues. Be there. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part, weil nach den jetzt knapp 17 Minuten, da schaffen wir nichts mehr in diesem Teil. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich gerne, wenn ihr mögt. Es kostet nichts. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dran oder habt Spaß dran an dem Spiel hier. So wie ich auch. Ich finde es geil. Und ja, lasst mir doch gerne noch einen Daumen nach oben da. Ich freue mich über positives Feedback. Ich freue mich aber auch über Kritik. Schreibt mir Kommentare und ja, bis dann.